Moin Leute, willkommen zurück. Part Nummer 43. Wir haben beim letzten Mal jetzt das Kapitel 3 beendet. Das heißt, wir sind jetzt im letzten Kapitel. Hier in der quasi Hölle. Und müssen einmal Samael suchen. Beziehungsweise die richtige Lilith. Interessant, dass man hier direkt am Anfang das Ding hat zum Aufmachen. Hier kriegen wir auch die letzte Fähigkeit und ich habe mich auf jeden Fall auch dazu entschieden, dass wenn wir das nächste Mal Wulgrim finden, einmal eine neue Verteilung von Skills zu machen. Und dann gehe ich einmal auf den anderen Fähigkeitenbaum. Und gucke ich mal, wie gut mir das gefällt. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Klingt aber halt auch lustig, deshalb werden wir auf jeden Fall raufgehen. Vor allen Dingen, ich verwende overall auch relativ selten Fähigkeiten. Vor allen Dingen diese Zorn-Regenerationstränke, die sind halt auch meistens immer sehr sehr gut aufgefüllt. Danke für die Warnung. Du kannst jetzt rauskommen, Lilith. Wirfst du mir Versteckspiel vor? Du bist tot. Wo du reitest, ist niemand sicher. Nicht einmal deine Mutter. Du bist nicht meine Mutter. Habe ich Absalom nicht aus der vermischten Asche von Engel und Dämon geschaffen? Und wurden aus diesem ersten Nephilim nicht die anderen geschaffen? Sie waren Brüder der Reiter. Und doch hast du Reue gezeigt, als die Reiter die Nephilim abschlachteten. Warum hast du das Amulett nicht in den Abgrund geworfen, wie der Rat es befahl? Warum ihre Seelen verschonen? Wenn nicht, um deine Sünde ungeschehen zu machen. Meine Sünde? Dieses Verderben wurde in Absalom geboren. Es steigt von ihm auf wie eine schwarze Flut. Und du, Mutter, musst mir helfen, sie zu stoppen. Wo ist der Dämonenschlüssel? In Samaels Obhut. Doch er ist jetzt fort. Und der Schlüssel ist verschwunden. Oh, keine Sorge, mein Kind. Zeit wie Sünde kann ungeschehen gemacht werden. Hiermit kannst du in die Vergangenheit zurückkehren, zur Samaels Festung vor seinem Fall und den Dämonenschlüssel finden. Ich bitte dich nur, wenn du den Quell der Seelen erreichst, deinem Herzen zu folgen und den Nephilim auferstehen zu lassen. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wo der Schlüssel zu finden ist. Ich teile das Bett mit Samael, nicht seine Geheimnisse. Wenn du den Schlüssel willst, musst du mit ihm selbst sprechen. Ich glaube nicht, dass Samael einfach verschwunden ist. Tod, mein Lieber. Du weißt so wenig über die Reiche der Hölle. Es wird eine neue Ordnung kommen, die auf den Sturz der Menschheit baut. Alle Dämonen streben nach Macht. Wenn Samael fehlt, wird er nicht der Einzige sein. Was führt dich in Samaels Reich? Ich werde von Macht angezogen. Und kein Dämon, in welchem Reich auch immer, kommt an jene von Samael heran. Er hätte über uns alle herrschen können, doch jetzt ist er fort.
Und dieses Schicksal fällt wieder meinen Kindern zu. Bring die Nephilim zurück, dann wird die gesamte Schöpfung dir gehören. Doch zu welchem Preis? Ja, was soll ich sagen? Also, sorry, aber ganz ehrlich, wenn das nicht die Lilith-Vorlage für, beziehungsweise Lilith, wird es ja hier ausgesprochen, Vorlage für Diablo 4 Lilith ist, weiß ich halt auch nicht, ne? Von der Optik her sieht die halt auch richtig gut aus. Und man muss halt sagen, in Diablo 4, die haben schon sehr viel Ähnlichkeiten, muss man so overall echt sagen. Witzigerweise heißen die halt auch Nephilim. Man könnte jetzt Böses vermuten und sagen, Blizzard kopiert hat, aber hey, muss man mal gucken, ne? Ist auch nett, oder? Über so einem Stachelbecken irgendwie so eine Art Thron? Thron, ne? Ja. Buchseite. Nice. Ich habe aber trotzdem erst drei Kapitel. Also Schrägstrich drei Schlüssel. Und ich glaube nicht, dass ich das die letzte Buchseite, also das letzte Kapitel hier voll bekommen. Da muss ich auf jeden Fall irgendwo Sachen verpeilt haben. Vielleicht nur in Kapitel 3? Vielleicht aber auch in Kapitel 1? Ich weiß es halt echt nicht. Oh, wait, warte mal, hier war ich am Anfang durchgegangen, oder? Na, ziemlich sicher. Okay, muss ich jetzt da lang? Ich weiß gerade gar nicht, was hat ein Phasenläufer jetzt ersetzt? Ah, die Portale. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Ja, Gegenwart und Vergangenheit kann ich jetzt die Portale machen. Ich weiß gar nicht mehr, ob die trotzdem noch als normale Portale funktionieren würden. Ich habe sie nicht vermisst, diese Drecksteile. Wait, what? Witzig. Erst als sie mir Schaden gemacht haben, konnte ich den Schaden machen. Okay. Aber man muss halt sagen, das Weltdesign ist halt auch echt geil. Und vor allen Dingen, durch diesen Shit gibt es jetzt auch einen riesen Plot-Twist. So, nochmal. Okay, was heißt ein Plot-Twist? Wir werden einfach wirklich in der Zeit zurückgeschickt. Was halt einfach total what the fuck ist. Vorher alles kaputt, hier wieder alles heile. Man muss halt echt sagen, dass Lilith, die hat einem die Fähigkeit gewährt. Folglich muss die ziemlich fucking stark sein. I mean, die gewährt einem einfach so Zeitreisen. Ja, an die Peitsche konnte ich mich noch erinnern. Oh, wait, wait. Ich werde in deiner Asche baden. Aua. Und
okay. Wow. Erster Fight und erstmal voll verkackt. Aber ich wollte auch ein bisschen zu viel Schrumpf spielen, ehrlicherweise. Ich sehe da was. Na gut, jetzt mach ich ihn mal weg. Aua. Aua. Alter. Heute wirst du an deinen eigenen Innereien schmausen. Sekunde. Jo, auf diesen Schwierigkeitsgrad machen die echt viel Damage, muss man sagen. Na, die Statue ist halt auch schon echt awesome, ne? Aber witzig, dass das Samael Festung ist und da schon eine Statue von Lilith ist. Wait. Ach so, ja, jetzt wird's mega Brainfuck-mäßig. Wir müssen nämlich jetzt auf lange Sicht die ganze Zeit zwischen den Zeiten reisen und auch die Kletterpassagen oftmals in der anderen Zeit am machen, damit wir überhaupt irgendwie voranschreiten können. Aber erstmal so weit looten, wie es halt irgendwie geht. Das ist eine fucking riesige Skarabäe. Auf die habe ich halt auch so gar keinen Bock. Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, ups, ob es Sinn machen würde, eher schon mal die Feuerprobe zu machen. Warum ist da unten ein... Aha. Weil man schaltet die Feuerprobe ja schon ab Level 5 und so weiter frei. Und ich glaube, da kriegt man dann als Belohnung auch Ausrüstung in dem Level. Aber irgendwie denke ich mir halt, nur für Ausrüstung das halt dann zu machen... Ich bin da lieber so, dass ich halt einmal alles am Stück mache. Dann bin ich halt eher fein. Mhm.
verstehe es noch nicht. Ist das eine Kletterwand? Nee. Tja. Wahrscheinlich in der Zeit anders. Was machst du denn hier? Na komm, lass dich exekutieren. Die Kleinen machen zwar auch Damage, aber das ist halt nicht mal halb so wild. Ne? Aua. Immer einmal erst checken, ob man da vielleicht noch runter kann. Hier ist noch eine Buchseite, das ist auch gut. Na, wir sind auch schon bei dem Hebel. Was bringt das? Ach komm. Ja, alleine bist du ein Opfer. Gar kein Problem. Mit mehreren sieht das halt anders aus. Ich muss sagen, ich hätte gerne das Teil wieder aus dem Aua. Hätte Feuer. Ich hätte gerne das Teil wieder von der Erde. Schön hier einfach alles wegrangen. Naja, ist eh eine normale Axt, wenn ich das richtig sehe. Also ist egal. Anscheinend dauert das sowieso noch, bis Fulgrim da ist. Dann nehme ich nochmal einen anderen Skill. Wie machen wir das denn? Frost ist es mir ehrlicherweise nicht wert. Ernte könnte halt echt gut. Macht das so viel Schaden? Es macht ja extrem viel Schaden mehr. Und das im AOE-Bereich. Holy shit. Was macht das noch?
um 10% Schadenserhöhung pro getroffenem Feind. Huh. Vielleicht hätte ich Teleportschlag mal nicht so krass leveln sollen, ne? Okay. Ja, ups. Und so sieht's in der Zukunft aus, beziehungsweise der aktuellen Gegenwart. Alles komplett Fakt. Oh. Ich merke gerade, zu der Kiste muss man eigentlich irgendwie kommen. Weil hier wäre ja theoretisch hier der Gebäudetrakt, wo die Kiste ist. Aber da ist halt alles im Arsch. Ich gehe da nochmal zurück. Da muss ich ja dann was übersehen haben. Oh, ups. Vielleicht nicht auf diesem sehr schnellen Weg. Ah, ich kann da gar nicht rüber zurück. Muss den langen Weg wieder gehen. Muss ich ja schon dann irgendwie rankommen, ne? War hier eigentlich noch was? Ja. Die Frage ist, wie löse ich das dann? Muss ich mich da vielleicht von dieser Seite her... Also das probiere ich noch und dann geht's in den nächsten Part. Ich habe eine Vermutung gerade. Warum kriege ich das Ding nicht? Der will das nicht nehmen. Also meine Vermutung ist, hier halt herzusliden. Dann das Ding nehmen, dann den Wandlauf und dann daran springen. So könnte es gehen. Vorausgesetzt, der Charakter dreht sich. Ach, scheiße. Komm. Der dreht sich nicht. Übersehe ich doch was. Es muss doch... Hm. Na gut. Wir hören uns im nächsten Part.